An etwdr.de und mein erster Anruf heute Nacht, der heißt Wolfgang und Wolfgang ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen und erstmal ein Dankeschön, dass du mir endlich zuhörst. Finde ich echt toll von dir. Super. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Wolfgang? Ich suche in Wirkung. Das heißt, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad nach Krefeld von Düsseldorf. Ach, du suchst den verschwundenen jungen Mirko, richtig. Der nun schon seit Wochen verschwunden ist. Richtig, und man hat richtig. Alles Mögliche unternommen, um ihn zu finden. Bisher leider erfolglos. Ja, schade eigentlich. Und das ist sehr traurig, dass es so kommt. Ja. Wie suchst du ihn? Ich suche also auch mal sämtliche Waldecken ab. Ja, aber hat das die Polizei nicht auch schon alles getan? Ja, die haben es wohl auch getan, aber ich sag mal, ich gehe noch mal ein bisschen gründlicher daran. Und wie gründlich gehst du denn daran? Ich gehe noch mal die ganzen Schrägen von den Bachläufen ab. Das hat die Polizei nicht gemacht? Ich gehe mal von aus, dass sie das auch gemacht haben. Aber ich mache es mal ein bisschen intensiver, gründlicher. Ich gehe jedes Waldgebiet gehe ich noch mal ab. Felder, ich finde einen Bauwagen. Ich war schon im Wohnwagen drin, der herrenlos, der stand im Kriegenbeckersee. Hm. Den ich dann aufgemacht habe, weil ich mir vorkam wie ein Einbrecher, der dann wohnbar am Knacken ist. Ne? Mhm. Und habe da reingeguckt, habe unter die Bettdecken geguckt, habe in den Schrank reingeguckt. Also dieser Junge ist jetzt wie viele Wochen verschwunden? Wenn ich jetzt richtig sehe, glaube ich 5 Wochen. Ne? Wie viel? Geht fünfte Woche jetzt. Fünfte Woche jetzt, ja. Mhm. Ja. Und die finden den einfach auch nicht. Ne? Und das ist ja auch frustrierend für die Polizeibeamten. Ich weiß gar nicht im Moment, ob man noch, ich glaube, man hat aufgegeben, in der direkten Umgebung, in den Wäldern zu suchen. Das ist, glaube ich, vorbei. Das macht die Polizei nicht mehr. Ja, das haben die eingestellt, das ist richtig. Ich meine, gut, wenn die jetzt neue Hinweise bekommen, okay, dann suchen die natürlich dann weiter. Also deine Tätigkeit besteht darin, dass du überall da, wo auch die Polizei schon war, auf Feldern, Wiesen, in einem bestimmten Umkreis nochmal rumsuchst. Nicht nur jetzt, wo die Polizei schon war, aber auch so die Ecken, wo die Polizei noch nicht war. Das heißt zum Beispiel, vom Schloss Kriegenbeck ist ein bisschen weiter, ist der Grenzübergang Fengenlo, da ist ein Segelflugplatz. Dann gehe ich da nochmal die ganze Ecke ab. Hm. Da ist ja auch noch so ein riesiges Waldgebiet. Hm. Da gehe ich die Strecke nochmal ab. Ich gehe natürlich auch nochmal dahin, wo die also auch schon gesucht haben, zum Beispiel Mariendonk. Hm. Gehe ich nochmal schauen, gehe nochmal am Ende das kleine Wäldchen rein und gucke mich da nochmal ein bisschen genauer um. Woher kommt das Engagement, Wolfgang? Ich weiß es einfach. Ja gut, ich weiß es schon, aber der hat irgendwie so eine enorme Ausstrahlung. Der hat der Junge und der tut mir echt richtig leid. Du kennst diesen Jungen nicht persönlich? Nein. Du hast ihn nicht früher kennengelernt. Du kennst auch die Familie, die Eltern nicht? Auch nicht. Nein. Aber die tun mir echt leid, was da passiert ist. Und es ist ganz furchtbar. Und das ist auch eine Geschichte, die hat so eingeschlagen jetzt hier bei uns. Das ist unfassbar, ne, was da abgegangen ist. Ne? Der Mensch, der hat einen ganzen Ort hat er kaputt gemacht. Der hat einen Ort zerstört. Die jetzt alle, das ist ja schon fast bald da, wenn er so bald Kinder lehrt. Wie viele Stunden am Tag bist du denn damit beschäftigt, mit dem Suchen? Ich fahre morgens von Düsseldorf so circa 7 Uhr los und bin dann so um 9 Uhr da, 9 Uhr, 10 Uhr, je nachdem, so 2,5 Stunden Fahrt. Und dann fange ich an. Jeden Tag, ungelogen. Bist du arbeitslos zurzeit? Oder wie kommt? Ja, ich habe dadurch meinen Job auch verloren. Ne? Du hast dadurch deinen Job verloren? Ja, weil ich da so die Zeit da jetzt investiert habe und habe also keinen anderen Gedanken mehr gehabt, mich dann irgendwann die Arbeit ein bisschen verlagert. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich war im Hotel tätig, Hotelküche. Und du hast deinen Job aufs Spiel gesetzt wegen des Suchens? Das finde ich, also bei allem Respekt natürlich für dein Engagement. Ja, aber das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, muss ich ja sagen. Ja, ich habe es einfach nicht zu intensiv gemacht, dann ist die Arbeit eben halt ein bisschen vernachlässigt worden. Dann war ich zum Beispiel auch mal ein bisschen schlecht drauf, ein bisschen verkrüppelt und so. Und dann hat der Arbeitgeber dich irgendwann rausgeschmissen. Und dann hat man gesagt, ja gut, aufgrund der Krankenmeldung ist so. Ich meine, ich war gerade mal in der Probezeit, das ist natürlich dann nicht so toll. Ne? Okay, dann nochmal die Frage, die ich gerade schon mal gestellt habe.
woher dieses große Engagement, dass du sogar deine Arbeit dafür opferst? Weil ich möchte, dass der jemand gefunden, damit die Eltern auch mal abschließen können und gewissert haben, was mit ihm ist. Also wie gesagt, dein Respekt in Ehren, dennoch finde ich das schon etwas befremdlich, muss ich sagen. Ja, ich meine, ich kenne Hast du, bist du in, bist du in anderen, warst du in anderen Sachen früher auch so engagiert? Nee. Zum ersten Mal in deinem Leben bist du Ja, ich habe vorher immer so weggeguckt und habe in Zeitung gelesen, in dem Fernsehen gehört, er ist im Team verschwunden. Hm. Aber der hat mir also echt angetan, ne? Der hat mir echt angetan. Hast du eine Partnerin? Nee, ich bin leider Junggeselle, Single. Ja? Ja. Denn ja. Wenn du nicht Single wärst, wäre das ja auch vielleicht auch noch ein Problem in der Partnerschaft. Mhm. Das könnte sein, ja. Ja. Hätte sein können, ja. Dieser Junge hat es dir so angetan, aufgrund des Fotos? Ja, der hat so eine Ausstrahlung. Die haben mir den gezeigt auf Fotos und der hatte so eine super Ausstrahlung. Und machst du es wegen des Jungens? Machst du es wegen der großen Ausstrahlung, den der Junge hat? Oder machst du es wegen der Eltern? Ich mache es für beide. Also für den Jungen und für die Eltern. Mhm. Weil ich möchte, dass die da abschließen können. Mhm. Weil das ist ja... Weil ich, bitte? Muss ja für die unerträglich sein. Ne? Ja, darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist ganz schlimm. Ich habe... Was? Auch für eine Ruhe, dass er einfach nicht gefunden wird, ne? Und die alles Mögliche auch getan haben. Ne? Das sind ja Profis, die das ja alles dann machen. Ne? Das die mhm. sind ja hartgesottene Männer und die haben. Okay, alles klar, Wolfgang. Dennoch muss ich nochmal sagen, mich wundert es schon sehr, denn du tust ja etwas, was die Polizei schon getan hat, hochprofessionell. Hm? Du gehst ja keinen neuen Weg, ihn zu finden. Oder ja, teilweise die vielleicht. Ich gehe in Ecken rein, wo die nicht waren, ne? Mhm. Also dennoch, sich, ja, schon, okay. Aber dennoch kann man ja sagen, dass die Polizei das wirklich durchgekämmt hat und durchgekämmt hat. Und dafür gibst du deinen Beruf auf? Sag mal, hast du dich denn durch dieses Verhalten nicht auch bei der Polizei verdächtig gemacht? Vielleicht wäre gut, wenn ich jetzt am Abend mit dem Fahrrad rumgefahren bin, das nochmal angehalten wird, wenn die Leute mal angerufen haben, das ist jetzt zum Zahn darum. Okay, das ist auch mal kontrolliert worden, nicht? Weiß die Polizei, dass du so intensiv auch suchst? Ich war jetzt schon so oft da, ne, dass die mich schon so oft gesehen haben. Da. Ich war auch schon bei der Suche selber dabei, wo die gesucht haben, in Mariendonk. Ne, und dann, haben die dich in irgendeiner Weise auch befragt oder verhört? Befragt worden? Ja, eigentlich schon, haben die mich auch schon mal befragt, ne? Also ich meine, ich bin ein sauberer Mensch, ne? Ich bin nicht so ein Mistkerl da, der da sich an Kinder vergreift oder sonst was irgendwas macht. Ne? Ich meine, ich habe ein super Zeugnis, ein Führungszeugnis, ja. Das kann ich ohne Bedenken gut vorlegen. Wie lange bist du schon solo? Ich bin jetzt schon eine Ewigkeit bald. Eine Ewigkeit in 3 Jahre. Was heißt eine Ewigkeit? 10 Jahre? Ja, kann man sagen, jetzt 10 Jahre, ja. Bist du heterosexuell oder homosexuell? Ich bin normal. Was heißt normal? Ja, normal. Ich glaube, heterosexuell. Ne? Heterosexuell. Ja, also. Wie kommt es, dass du so lange keine Partnerin hast? Ich möchte es irgendwo auch nicht. Warum nicht? Nee, es ist einfach. Es wäre für mich eine Belastung mit einer Partnerin. Ich bin gerne alleine. Hm. Ich bin frei. Hm. Kann tun, machen, was ich will. Ja. So, jetzt bist du durch deine Aktivität und durch dein Engagement bist du jetzt arbeitslos geworden. Wie soll es weitergehen? Ja, gut, ich muss natürlich jetzt tun, dass ich auch wieder eine Arbeit finde. Da gucke ich natürlich auch nach im Internet. Und solange ich also arbeitslos bin, werde ich natürlich jetzt intensiv weitersuchen. Ich bin jetzt noch nicht lange arbeitslos, jetzt erst seit dem 5. Oktober. Ja. Und schaue eben halt auch im Internet, ob ich wieder auch eine Stelle finde. Wie lange willst du denn noch weitersuchen für den Fall, dass der Junge nicht gefunden wird? Kann ich nicht sagen, eigentlich nicht. Du bist jeden Tag unterwegs. Wie viele Stunden? Wie viele Stunden insgesamt dann? Wenn ich um 9 Uhr da bin, bin ich so 7-8 Stunden unterwegs. Unfassbar. 7-8 Stunden. Ja, ist eine lange Zeit. Ja, und wenn ich dann abends. Was fasziniert dich denn so an dem Jungen? Wie gesagt, die
diese Aufstrahlung. Was heißt das? Ja, sagt mir nichts. Was? Jeder hat ein nettes Erscheinungsbild. Dieses Lachen, was er hat, was da in diesem Schaukasten da in Gräfer da gezeigt wird, an diesem Parkplatz. Also, das ist die Faszination. Wenn ich hinfahre, nehme ich mir Kerzen und Blumen mit, stelle Kerzen und Blumen, lege ich dann dahin, jedes Mal. Mhm. Und bete auch, was ich noch nie gemacht habe, war auch jetzt in die Kirche in. Was ich auch noch nie gemacht habe, habe damit gebetet, mitgesungen, kenne ich von mir eigentlich gar nicht. Mhm. Und bete, dass er doch noch eventuell auch mal heil nach Hause kommt, dass er vielleicht Peter vielleicht ihn noch in der Gewalt hat. Mhm. Ja, ich sage mal, und also vielleicht auch ein bisschen Wandel. Also, ich möchte dir nicht Unrecht tun, dennoch habe ich ein etwas merkwürdiges Gefühl bei deinen Aktionen, das muss ich dir sagen. Ja, ich meine, wo ist auch verständlich, irgendwo kann ich auch verstehen. Ja. Aber ich möchte ihn irgendwie halt doch, dass man den Jungen macht, das. Komm, jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, als du so geschwärmt hast von dem Jungen? Ja, kann ich mir schon denken. Dann stelle ich die Frage jetzt. Ja. Stehst du irgendwie auch auf Jugendliche oder Kinder? Nein. Nein. Mhm. Nein, okay. Also das kann ich dir hundertprozentig versichern. Mhm. Das ist also nicht so. Okay. Kann ich jedem versichern. Okay. Da brauchst du dir auch nicht für dich echt keine Gedanken machen. Also vorher würde ich mir die Finger abhacken. Okay. Und wenn das der Fall sein hätte sollen, dann hätte ich sofort Hilfe aufgesucht an einer Stelle und hätte da psychologische Hilfe. Aber ich kann du verstehst, dass man eventuell dann auf einen solchen Gedanken kommt, wenn man das so hört. Ja, das ist auf jeden Fall. Okay. So, Wolfgang, dann hoffen wir natürlich alle zusammen, dass dieser Junge bald gefunden wird für die Familie. Ja, Domian, ich hoffe es auch, dass der Junge noch gefunden wird. Ich meine, wenn ich nur einen Satz sagen darf, wenn derjenige zuhören sollte, ich hoffe, du erlaubst mir das, dann soll er bitte sagen, wo der Junge ist. Er soll die Polizei anrufen oder soll einen Brief hinschicken. Mhm. Er soll sagen, wo der Junge ist. Mhm. Ja, damit die Eltern endlich abschließen können. Ja, damit wir alle wissen, was los ist. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Okay. Alles Gute, Wolfgang. Ich danke mich auch. Und dir auch alles Gute. Und danke, dass du nochmal mit mir gesprochen hast. Sehr gerne. Ja. Und die Polizei, sage ich nochmal der Polizei, die Soko Mirko, ihr macht wirklich super, super Leistung. Und weiter so. Mhm. Und lasst euch nicht unterbuttern, ihr würdet schlechte Arbeit machen. Ja? Ich fände es ganz gut, wenn du, kommt mir so als Idee gerade, ich fände es ganz gut, wenn du vielleicht noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen würdest. Mhm. Ja? Ja, hätte ich kein Problem mit. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Das ist Peter, der dich anruft, Wolfgang. Ja. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, okay. Dir auch. Tschüss. Weiterhin viel Erfolg für deine Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss.